In den 60er Jahren verschwinden in den USA zwei Kinder. Erst 50 Jahre später wird eine düstere Theorie aufgestellt. Damit herzlich willkommen. Oklahoma City. Judith Ann Elwell, 5 Jahre alt, war ein liebevolles Kind mit langen, lockigen braunen Haaren. Die Elwell-Familie lebte in einem kleinen Bungalow in der Stadt. Die Familie wird schon ihr ganzes Leben lang von Tragödien geplagt. Der Vater von Judith, James, muss im Alter von 8 Jahren beobachten, wie seine eigene Mutter den Vater erschießt. Wenige Monate später nahm sie sich selbst an das Leben. Noch während seiner Schulzeit muss er in den Krieg ziehen. Dort wird er irgendwann ehrenvoll entlassen, er leidet einen Nervenzusammenbruch und wird als 90% schwerbehindert eingestuft. Arbeiten kann er nicht mehr, er lebt von seinem Veteranengehalt. Trotzdem schafft James Elwell es nach einiger Zeit im Jahre 1951 einen Bachelor in Insektenkunde zu erreichen. Er arbeitet danach nebenbei immer wieder für kurze Zeit im Einzelhandel oder an Tankstellen. Sein Abschluss half ihm bei der Jobsuche überhaupt nicht. Neben all dem fand er eine Frau, mit der er auch ein Kind, Judith, zeugte. Er hatte zwar in der Karriere nicht das erreicht, was er wollte, aber er war glücklich mit seiner Familie. Wie viele Mädchen in ihrem Alter liebte Judith es, mit ihren Puppen zu spielen. Ihre Lieblingspuppe war eine Blondine namens Marianne. Oft spielte sie mit ihr im Garten oder mit anderen Kindern aus der Nachbarschaft. Dabei ging sie nie weit von zu Hause weg. Eines Tages ging Judith dann raus zum Spielen und wurde nie wieder gesehen. Judith wurde zuletzt von der Mutter, Lola, gesehen, zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr am 6. Juli 1967. Sie war zuvor draußen im Garten gewesen, kam dann rein, um die Mutter darum zu bitten, dass sie pinke Schleifchen in die Haare der Puppe machen sollte. Danach ging sie wieder raus zum Spielen. Nachdem der Vater sie abends dann nicht mehr im Garten finden konnte, rief er die Polizei. Kurz vor ihrem Verschwinden erzählte Judith, dass sie einen schlimmen Albtraum hatte. In diesem Albtraum war ein dunkles, schwarzes Fahrzeug in ihre Einfahrt gefahren und hatte sie entführt. Das erzählte sie zumindest ihrer Mutter kurz vor ihrem Verschwinden. Insgesamt suchten über 300 Beamte und Freiwillige nach dem kleinen Mädchen in Oklahoma City. Zum damaligen Zeitpunkt war es die größte Suche nach einem Menschen, die es bis dahin gegeben hatte. Die Feuerwehr überprüfte Sümpfe in der Nähe in einem Umkreis von 5 Kilometern, während andere verlassene Brunnen durchsuchten. Am 7. Juli 1967 fand ein Sucher dann einen blauen Schuh östlich von Judiths Zuhause. Es war ihr Schuh. 2 Tage später wurde die Suche abgebrochen und zu einer vollwertigen Ermittlung hochgestuft. Die Eltern von Judith wurden verhört, ihr komplettes Grundstück auf den Kopf gestellt und sogar der Garten umgegraben. Ohne Ergebnis. Ein Hinweis deutete auf 2 Männer hin, die in dieser Nacht mit einem dunklen Sedan durch die Gegend gefahren sind. Die Fahrzeuge wurden von der Polizei untersucht und auch hier gab es keine Hinweise. Es wurden weitere Verdächtige verhört und in verschiedenen Städten in der Gegend wurden Fahndungsfotos verteilt. Unter anderem in Arizona, Arkansas, Kansas, Missouri, New Mexico und Oklahoma. Die Polizei hatte während dieser Suche immer die Theorie, dass sie vielleicht in einen Öltanker gefallen war im Nordwesten der Stadt oder dass sie von Kriminellen entführt wurde, nachdem sie etwas gesehen hatte, was sie nicht sehen sollte. Lange gab es keinen Hinweis bei diesem Fall und die Polizei hatte die Befürchtung, dass dieser Fall schon bald zu den Cold Cases gehören würde. Doch dann passierte etwas in der Nähe. Midwest City. Am 22. November 1960 kommt Brenda Lois White auf die Welt. Ihre Eltern sind Bobby Joe und Connie White. Zusammen lebten sie in Midwest City. Brenda wuchs unter ähnlichen Umständen auf wie Judith und kurz vor ihrem 7. Geburtstag war sie mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs, um sich Süßigkeiten beim kleinen Laden zu holen. Dies war am 3. August 1967, der Tag, an dem sie zuletzt gesehen wurde. Man sah sie zuletzt um 15.30 Uhr in besagtem Geschäft. Ihr Fahrrad stand noch vor der Tür, als man nach ihr suchte.
Sofort ging die Polizei davon aus, dass ihr Fall dem von Judith sehr ähneln würde, weshalb eine riesige Suchaktion gestartet wurde. Über 400 Menschen suchten nach Brenda in dieser Gegend. 3 Monate später liefen 2 Jäger gerade durch ein Waldgebiet an einem verlassenen Farmhaus in der Nähe vorbei, als sie einen menschlichen Schädel fanden. Sofort wurde die Polizei gerufen, welche dann noch Dutzende Knochen in der Nähe fand, sowie ein blau-weiß gepunktetes Kleid und Unterwäsche. Das war das Kleid von Brenda, wie ihre Mutter am 23. November 1967 feststellen konnte. Der am nächsten gelegene Nachbar war Kenneth Anderson, 40, Air Force-Mitarbeiter. Er lebte knapp 100 Meter entfernt. Er erzählte der Polizei, dass er 2 Männer sah, die in der Nähe unterwegs waren, an dem Tag, an dem Brenda verschwand. Sie hatten einen Eimer, Bretter und Schaufeln dabei. Ihr Fahrzeug war etwas abseits geparkt. Die Polizei konnte diese Männer nie identifizieren. Die Autopsien der Knochen ergaben, dass es sich um Brenda handelte und sie wohl keines natürlichen Todes gestorben sei, allerdings sei es schwierig festzustellen, da der Körper bereits extrem verwest war. Bis heute kann die Ursache nicht genau bestimmt werden. Die Polizei befragte daraufhin mehrere Zeugen, aber es wurden nie Verhaftungen gemacht. Im Jahr 1969 wurde die Ermittlung für kurze Zeit erweitert, als die 10-jährige Mary Mount spurlos in Connecticut verschwand. Man fand kurze Zeit später nur ihren Schuh, wie bei Judith. 3 Wochen später konnte ihr Körper gefunden werden, als 2 Fischer in der Nähe eines Reservats spazieren waren. Mary wurde mit einem Schlag auf den Kopf getötet. Die Polizei fand den Täter nie und bis heute gilt dieser Fall als ungelöst. Eine Verbindung zwischen dem Fall von Mary Mount und dem von Brandon und Judith konnte nie festgestellt werden. Laut Angaben der Polizei waren die Ähnlichkeiten nur Zufall. Auch die Ähnlichkeiten zwischen dem Fall von Brenda und Judith waren für die Polizei nicht ausreichend genug, um von einem einzigen Täter auszugehen. Beide Mädchen waren ähnlich alt und verschwanden nachmittags, wo viele Menschen unterwegs waren. Beide waren draußen, jedoch konnte der oder die Täter nie gesehen werden. Beide Väter waren auf der Arbeit, während die Mutter zu Hause wartete und es war am Anfang des Monats. In beiden Fällen sahen Zeugen ein Auto, welches in der Gegend umherfuhr, kurz bevor die Mädchen verschwanden. Beweise für dieses Fahrzeug wurden nie aufgenommen. Die Polizei konnte nie handfeste Beweise finden für eine Identität eines Täters oder ob die Fälle wirklich miteinander verbunden waren. Es sollten über 40 Jahre vergehen, bis ein Mann namens Troy Tyson ins Rampenlicht trat und behauptete, dass er wüsste, wer beide Mädchen entführt hatte. Tyson war Privatdetektiv. Er möchte die Identität des Mannes aber nicht preisgeben, bis er mehr Beweise gesammelt hätte. Das erste Mal hörte Tyson von diesem Fall 2011, als er gerade nach Hinweisen für einen anderen Fall suchte. Er unterhielt sich mit einer Frau namens Rhonda Miller. Sie lebte in Oklahoma City und erzählte dem Privatdetektiv, dass sie eine unheimliche Begegnung im September 1967 hatte, 1 Monat nach Brandas Verschwinden. Miller lief gerade nach Hause von der Schule, als ein Mann in einem weißen Plymouth anfing, ihr hinterherzufahren. Er verfolgte sie, bis sie bei einem Freund klopfte und dort Schutz suchte. Bis heute ist sie sich sicher, dass dieser Mann der Entführer der beiden Mädchen war. Laut der Beschreibung von Miller war der Mann in dem Fahrzeug ein gebräunter weißer Mann. Er trug eine Brille und hatte dunkle Haare. Der Privatdetektiv zeigte ihr immer wieder Fotos von Verdächtigen, allerdings konnte die Frau sich nach knapp 46 Jahren nicht mehr genau an alle Details erinnern. Das Verschwinden der Mädchen liegt nun knapp 54 Jahre zurück. Noch Jahre nach dem Verschwinden von Judith verpackte ihr Vater immer noch Weihnachtsgeschenke für sie und legte sie unter dem Weihnachtsbaum für sie aus. Für den Fall, dass sie zurück nach Hause kehrt. Judiths Mutter verstarb 1973 an Krebs. Brandas Vater verstarb 2014 im Alter von 81 Jahren. Die Polizeiakten von Brenda wurden durch Wasserschäden zerstört. Die Polizeiakten von Judith wurden verlegt und sind bis heute verschwunden. Dr. Clyde Snow, einer der bekanntesten Forensiker der Welt, hatte sich mit diesem Fall beschäftigt. Dazu sagte er Folgendes. Ich war schon immer überzeugt davon, dass diese beiden Fälle miteinander zusammenhingen. Es gab zwar nur 2 Opfer, aber man denkt sofort an einen Serientäter. Es gab bereits vorher schon Serientäter, aber die Polizei tendiert dazu, jeden Fall immer erst als Einzelnen zu betrachten, bis es genug Beweise für eine Verbindung gibt.
Was ich merkwürdig fand, war, dass die beiden Mädchen fast gleich alt waren und beide am ersten Donnerstag des Monats mit nur 4 Wochen dazwischen entführt wurden. Es schien fast so, als hätte jemand an diesen Nachmittagen frei gehabt. Dieser Fakt und ein paar andere lassen mich glauben, dass es eine Verbindung gibt. Als wir damals das Grab untersuchten, wo wir die Knochen von Judith fanden, fanden wir außerdem das Skelett einer Katze. Diese Katze hatte eine Schrotflintenpatrone in ihrem Körper stecken. Die Patrone nahm der Katze sofort das Leben. Es ist zwar eine wilde Theorie, aber ich glaube, dass jemand das Grab bewacht hatte. Als er sah, dass wilde Tiere dort gruben, erschoss er die Katze und ließ ihren Körper auf dem Grab liegen, damit man, falls man den Geruch in der Nähe wahrnahm, dachte, es sei die Katze und weiterging. Egal wer oder was es war, irgendwas beobachtete das Grab noch nach der Tat. Der leitende Ermittler der Polizei von Oklahoma sagte auf Nachfrage noch: "Wir haben keine Spuren, denen wir nachgehen könnten, aber wenn jemand morgen anrufen würde und uns etwas liefern würde, dann würden wir sofort losfahren." Was haltet ihr von diesem Fall? Lasst es mich in den Kommentaren oder auf Instagram wissen. Der Link zu allem ist in der Beschreibung. Über ein Like und ein Abo würde ich mich außerdem sehr freuen. Ein großer Dank geht raus an meine Kanalmitglieder, ihr seid die Besten. Wenn auch ihr euren Namen hier lesen wollt und mich unterstützen wollt, schaut doch mal vorbei. Wir sehen uns nächsten Freitag, wenn wir über einen weiteren Fall aus den Tiefen der Geschichte sprechen. Bis dahin, bleibt gesund.